wieder dieser Grafikbug. Tornado Stream. Hallo und herzlich willkommen zu einem Tornado Stream. Wir sind heute wieder beschäftigt mit Gran Turismo Sport und diesmal habe ich mir gedacht, nach unserem Auftakt bringe ich mal ein bisschen Struktur in die ganze Sache. Und zwar werden wir uns heute beschäftigen mit der Streckenerfahrung. Ich habe mir jetzt gedacht, wir knüpfen uns immer eine Strecke vor und natürlich bleibt für uns immer der Maßstab Gold, nichts anderes. Dann nehmen wir uns heute mal eine Strecke zum Auftakt, also nach dem ersten Auftakt. Das ist ein Blödsinn. Auftakt gegen Auftakt, ich weiß es nicht. Hier nehmen wir uns erstmal so eine kleine vor. Da haben wir erstmal gediegen drei Aufgaben. So, Aufgabe Nummer 1, wieder einen Streckenabschnitt auf Zeit fahren. Dann wollen wir uns mal kurz konzentrieren, dass wir auch richtig hin positionieren, dass wir die Zeit auf 37,1 schaffen. Mit den GTR GR4. Okay. Los. Das scheiß Ding lädt wieder. Laden, laden, Ladezeiten liebe ich, Mann. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Ne, könnt ihr nicht. Es ist 30 Grad hier drin schon wieder. Schlimm. Wenn es heiß ist. Na dann los. Oh, auch noch dieser Wüstenplanet. Abschluss. Disqualifikationsbedingungen. Versuchen Sie das Rennen mindestens mit Bronze abzuschließen. Bronze kommt aber nicht in Frage. Wir gehen gleich auf Gold. Also los. Oh. Gleich schon mal schön versagt. Aber ist der drauf mit der Automatik gestellt? Wie weit ist denn das für ein Mist? Ja, das geht ja nicht. Tut mir leid. Nee, nicht Automatik. Manuell. Genau. Alles klar. Hat sich ein kleiner Fehler eingeschlichen. Na los. Durch. Oha, ganz schön verschalten. Komm hier. Bah, fuck. Na komm. Ich kenne die Strecke nicht. Oh, oh. Zu weit raus. Ja, man sieht gar nicht, da ist dieser Berg. Dreiviertel Gas. Man muss erstmal sich dran gewöhnen, diese Strecke. Nein, Mist, da ist sie! Da ist sie! Also, wir kommen ran. Mann, ist das warm. 30 Grad. Also, nicht wundern, ich fange immer so kacke an. Wann ditte? Wie? Was war denn das für ein Kack-Glitch? Ja, dafür konnte ich ja jetzt gar nichts. Hey. Ja. Erneut versuchen. Das war jetzt. Und auf die 2 mit der Karte. Also ich mache die Traktionskontrolle mal auf 2. Sich schon besser. Da zieht er sich so richtig schön durch die Kurven. Boah, ist ganz schön.
Gold! Die erste Gold haben wir. So, hier kann man das nochmal schön in Replay sehen. Wie ich schön um die Kurven schleiche. Aber wie gesagt, ich brauche mal erst ein paar Anläufe. Schon wieder dieser Grafikbug. Bloß raus hier, bevor das Ding mir noch abstürzt. So, jetzt kommen wir zur zweiten Aufgabe und hier ist dasselbe in grün. Hier haben wir bloß einen anderen Abschnitt. Und den werden wir uns auch gleich krallen. Also los. Jo. Das ist quasi jetzt Abschnitt 2. Harte Kurven sind das. Boah, muss wirklich. Boah, nein. Was haben wir? Gold! Und das war noch nicht mal eine Prachtleistung. Ja, das macht mir jetzt hier ein bisschen Sorgen, oder? Die schmiert mir jetzt hier aber nicht ab, die PS4, oder? Naja. So, und jetzt kommen wir eine Runde. Wir sollen jetzt eine Runde fahren und natürlich Gold. Wie kann es anders sein? Wir werden Gold hinlegen. Vielleicht First Try. Das wäre eine Sensation. Für meine Verhältnisse. Also komm. Wir wissen ja jetzt, wie wir sie fahren. Diese extreme Kurve, wo wir richtig runter müssen. Quasi wir rollen über den Berg. Ins Tal hinein wieder. Höchste Konzentration ist gefordert und ich verkacke und weg bin ich, weil ich geredet habe. Jetzt die finale Zeit ist jetzt natürlich kacke. Jo. Na. Boah, ich krieg hier einen schwindelig. Gold. Gold, Gold. Na los, was krieg ich? Willow Spring International Way, Horse Safe, ach keine Ahnung, alle Rekorde erzielt. Was kriege ich? Oh, ein Käfer, 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 oder? Oder was ist das? Oh, Sportwagen. Sportwagen ist doch schön. Renault Sport RS01 2016. Gut.
Cool. So, den Drops haben wir jetzt gelutscht. Und zum Abschluss machen wir jetzt einfach nochmal eine Testfahrt mit dem neuen Fahrzeug auf Nürburgring. Machen wir. Und dann ist durch heute. Garage. Toll, wo war denn der jetzt? Da ist er. Manuell. Und jetzt machen wir mit denen eine Testfahrt. Ja, das ist doch gar nicht mal so schlecht, das Format so. Wir werden immer schöne eine Strecke nach der anderen abarbeiten, werden alles natürlich auf Gold fahren und danach das Fahrzeug, was wir gewonnen haben, testen wir. Alter, 32, fast 33 Grad, Alter, ich muss die Tür aufmachen. Ich sterbe hier. Kein Wunder, dass ich so schwitze wie ein Schwein, aber erstmal davon, dass ich hier die ganze Zeit auch mich bewege. Egal, komm, wir ziehen den noch durch und dann lüften wir hier. Oh, 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 Alter. Guckt euch das Fahrzeug an. Erster Eindruck. Oh, zieht an, gut. Moment. Gucken wir es uns mal von außen an. Ui. Sieht ganz gut aus. Also ist natürlich total bescheuert für mich. Macht einen stabilen. Gehen wir mal in die eigentliche Perspektive. Oh. Man merkt. Hm, nicht. Na komm. Ist aggressiv. Reifen fressen nicht richtig in den Boden, man spürt das richtig. Da merkt man gleich, das kann ich besser hier. Schön schnell fahren. Da kriege ich auch gleich wieder Laune. Wenn man mal überlegt, dass hier am Wochenende immer Leute fahren, oder ich weiß nicht, wann die Zeiten dort sind, aber man kann da ja auch mit Privatauto drauf fahren. Bäm. Gleich schrottet. Also, was ich sagen würde, also man kann nicht schnell fahren und reden. Man kann immer nur eins, entweder fahren oder reden. Und wenn man versucht zu kommentieren gleichzeitig, dann muss man so ein Mittelding draus machen. Also man fährt automatisch schlechter, wenn man redet. Weil man muss die ganze Zeit sich konzentrieren. Macht voll fett. Mann, ist das geil. Boah, siebter Gang. Aber wie gesagt, wir testen ja nun die Autos. Hätten wir jetzt einen Käfer, wären wir mit einem Käfer hier rumgefahren. Wir haben ja gleich so ein krasses Geschoss gekriegt hier, diesen Renault. Dann gleich mal sehen auf der Geraden, was wir hin so kriegen. Oh, falscher Gang. Und auch nicht zu viel Curbs, sondern sieht ja das Auto schon die Träge recht ab. So, jetzt kommen wir auf die lange Gerade. Jetzt gucken wir mal, was er an M-Speed kann. Und mal gucken, was wir am N-Speed kriegen.
ist gar nicht so viel. 260, 270 und bumm. Einfach weg. Mit Absicht. So, machen wir das jetzt mal so. So. So, an der Stelle möchte ich mich von euch verabschieden. Wie gesagt, wir werden jetzt ab sofort immer hier mal gucken, wenn wir uns irgendeine Strecke suchen und alles auf Gold machen, weil das ist unser Maßstab der Dinge. Ja, mehr habe ich nicht zu sagen. Ich sage einfach mal an der Stelle wieder, macht's gut, euer Tornado. Ciao.